Monsieur, dames, c'est les familles des œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Good morning. Women and eggs, we don't want to die in hospital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Auf YouTube steht Your Channel for Drug Therapy. Wollte ich eigentlich machen. Ich warte auch noch auf ein Buch aus England. Ich darf das auch haben. Ich habe die Prüfung zweimal bestanden. Geht auch wieder um Medikamente. Ich wollte im British National Formulary. Shelburne War Memorial Hospital. Nach Ibuprofen gucken. Und ich wollte eigentlich, und das ist das, was mich am meisten ärgert, hier dran weiterarbeiten. Aber ich werde von einem angeblichen Rechtsanwalt vor Gericht verklagt. Die Unverletzlichkeit meiner Wohnung hat er schon mit Füßen getreten, indem man mir eine Unterlassungserklärung, ein zweilinige, was weiß ich, was das war, ein Haufen Scheiße war das, in den Briefkasten geworfen hat, verboten. Leistung hat er auch nicht erbracht. Ja, es geht um das Thema Patientenverfügung. Deshalb habe ich nochmal einen Zehner ausgegeben und mir das Buch gekauft. Das hier finde ich bis jetzt deutlich besser. Ich habe auch schon angefangen, an meiner Patientenverfügung zu arbeiten und die CD aus dem Valhalla Verlag mit einem Rechtsanwalt drauf, mit einem Rechtsanwaltssiegel, den es gar nicht gibt. Ich weiß das, weil ich bei der Urlegung der Ur-CD, das ist nicht die erste, die es davon gibt, anwesend war. Ansonsten Sportgerät habe ich bestellt, ist nicht angekommen. Das BGB von 2018, also mit dem Stand 17. September 2017, die Gesetze zum 1. Januar 2018 sind aber auch mit drin, ist angekommen. Es ist von diesem Fachverlag. Ja. Ich kann also die Sachen, die hier im Gesetzestext, wo hier auf Gesetzestexte verwiesen wird, nachschlagen. Finde ich ganz praktisch. Ich finde, dieses Buch spiegelt vor allem das wieder, was viele Anwälte als ideale anwaltliche Beratung bezeichnen würden. Ich vermute, die Autorin und der Autor sind auch Anwälte oder es sind Pseudonyme, Wolfgang Schulzinski bei der Verbraucherzentrale als Autor zu nennen. Es kann auch sein, dass es ein Pseudonym ist. Und Frau Nordmann, ich kriege schon wieder das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. So. Mir gefällt das andere, wie gesagt, besser. Ich fand vor allem die Fragen gut. Bei so ein paar habe ich auch gestoppt. Ich habe auch noch nicht viele beantwortet. Ich will auch unbedingt dran weiterarbeiten. Aber jetzt erstmal aufgrund der Klage weiter in solchen Heftchen und mit der CD Computerbildschirm fülle ich später nochmal ab. So viel dazu, wie ich selber das hier einordne. Ich mache das vor allem für mich, wenn es jemand guckt. Sobald es genug Leute geguckt haben, kann ich die Werbung freischalten, kriege ich auch Geld. Ich glaube, es guckt gar keiner.
Ich weiß doch jetzt nicht, was ich bei einer schweren Krankheit will. Soll ich trotzdem eine Patientenverfügung aufsetzen? So. Die wichtigsten Fragen und Antworten aus unserer Beratungspraxis ist das gerade. So. Ich weiß doch nicht, was ich bei einer schweren Krankheit will, soll ich trotzdem eine Patientenverfügung aufsetzen? Die Antwort auf Seite 14 des Hefts Patientenverfügung der Verbraucherzentrale lautet: Ja, auch wenn Sie natürlich nie alle möglichen Behandlungssituationen beschreiben können, Sie haben in der Patientenverfügung aber die Möglichkeit, Ihre Vorstellungen über das Leben und Sterben aufzuschreiben. Damit helfen Sie dem Arzt, Ihrem Ehepartner, dem Bevollmächtigten oder dem Betreuer einzuschätzen, wie Sie eine konkrete Situation entscheiden würden. Falls sich Ihre Einstellung zu bestimmten Behandlungen im Lauf der Zeit wandelt, können Sie die Patientenverfügung abändern oder eine neue aufsetzen. In einer konkreten Behandlungssituation wird der Arzt immer versuchen, mit Ihnen direkt zu kommunizieren und Ihre Wünsche zu ermitteln. So. Da sind viele Sachen drin, die wichtig sind. Und ich unterstreiche mir mal was. In einer konkreten Behandlungssituation wird der Arzt immer versuchen, mit Ihnen direkt zu kommunizieren und Ihre Wünsche zu ermitteln. Das ist das, was der tun muss. Ich bin mal auf den genauen Gesetzestext gespannt. Ich kenne ihn selber nicht. Ich habe mich bis jetzt immer auf diese Ratgeber verlassen. Sollte man vielleicht auch als Arzt nicht tun. Ich bin übrigens in Deutschland kein Arzt, muss ich ausdrücklich darauf hinweisen. Ich genüge nicht dem Standesrecht, ich bin nicht hinreichend ballaballa. So. Was ich anbieten darf, sind ärztliche Beratungsleistungen, die sind aber immer literaturgestützt, deshalb habe ich so viele Bücher über Medizin. Also, das Problem ist halt, ich habe wenig Geld, ich brauche es, deshalb kassiere ich immer vorher. Schreckt viele Menschen ab. Wenn jemand nicht zahlen will, habe ich auch keine Lust zu beraten. Muss ich die Patientenverfügung wie ein Testament handschriftlich aufsetzen? Antwort Seite 15. Nein, sie muss schriftlich verfasst sein, ob am Computer oder mit der Hand, das ist egal. Allerdings muss die Patientenverfügung persönlich unterschrieben sein. Wichtig ist nur das dritte Verstehen, was sie aussagen möchte und die Schrift lesen können. Standardisierte Formulare und Muster für Patientenverfügungen zum Ankreuzen und Abschreiben sind praktisch, aus juristischer Sicht aber kritisch, weil sie kaum Spielraum lassen, um persönliche Wünsche und individuelle Situationen zu beschreiben. Es kann passieren, dass sie im Ernstfall nicht anerkannt wird. Okay. Da ist was Wichtiges drin. Standardisierte Formulare und Muster für Patientenverfügungen. Das brauche ich auch für den Prozess gegen den Anwalt. Der hat nämlich ein Muster unter die Nase gehalten. Aus juristischer Sicht aber kritisch, weil sie kaum Spielraum lassen, um persönliche Wünsche individuell schreiben. Es kann passieren. So, und jetzt muss ich mir mal da Fall- und Rechtsstreit unterschreiben.
Ich möchte an dieser Stelle sagen, der Prozess ist öffentlich am Amtsgericht Solingen und ich behaupte weiterhin, der Mann ist angeblich Rechtsanwalt. Er ist dem Augenschein nach keiner. Der hat mich auch betrogen und erfüllt damit einen Straftatbestand. Ist leider alles nicht so schön. Deshalb bin ich auch arbeitslos. Ich kann aber nichts gegen ihn tun, solange er nicht vom Strafgericht angezeigt wird, ist bei einer Rechtsanwaltskanzlei angeklagt wird, ist bei einer Rechtsanwaltskanzlei leider sonst aussichtslos. Ist kein guter Mensch. Es ist doch kein nützlicher Mensch, es ist. Es ist nicht gut. Sollte ich die Vollmachten und Verfügungen bei einem Anwalt oder im Schließfach aufbewahren? Ja, nicht. Weil Dritte dann keinen sofortigen Zugriff haben. Der Bevollmächtigte muss die Vollmacht im Originalform legen, damit er handeln kann. Deshalb bekommt er am besten sofort mehrere Exemplare ausgehändigt. Auf die Betreuungsverfügung muss das Gericht zugreifen können. In manchen Bundesländern gibt es die Möglichkeit, sie beim Betreuungsgericht zu hinterlegen. Eine Patientenverfügung muss für Ärzte und im Krankenhaus schnell zur Hand sein. Kopien werden am besten direkt beim behandelnden Arzt oder Krankenhaus abgegeben. Das ist gut. Da weiß ich auch, wo ich damit hin muss. Kopien? Ich würde an der Stelle auch eher sagen Duplikate. Duplikat ist, wenn ihr ein Brief mehrmals ausdruckt und unterschreibt, dann geht das Original an den Adressaten und der Rest sind Duplikate, die sind rechtswirksam und fast genauso gut wie das Original. Und sie gehören dazu den medizinischen Unterlagen. Hier, führen Sie eine Hinweiskarte im Portemonnaie mit. Welche Verfügungen und Vollmachten vorliegen, wo sie zu finden sind und welche Person weiterhelfen kann. So. An der Stelle finde ich das Buch mal gut. Also die Fragen helfen bis jetzt. Die erste fand ich daneben. Nee, die erste war auch okay. Davor war was daneben. Das sind auch. Hier, das ist die erste. Die ersten beiden fand ich daneben. Das ist die Seite 10 und 11. So, wir sind auf Seite 17 angekommen. Möglichkeiten der Vorsorge. Und ich gucke mir gerade mal das Kapitel an. Es gibt Fallbeispiele und dann wird erst erklärt, was eine Vorsorgevollmacht ist, eine Betreuungsverfügung und dann gibt es hier eine Tabelle oder Matrix, wir nennen es mal auf Deutsch Tabelle.
die hilft vielleicht auch weiter. Da gibt es eine Checkliste, worauf Sie achten sollten. Und dann gibt es eine Checkliste, falls eine bevollmächtigte Person in einer der Verfügungen genannt wird, gilt. So. Dann gibt es Friedwald Mauck, Betreuungsstelle Düsseldorf, mit einem Zitat. Ja. Und dann geht das auf der Seite 31 mit der Patientenverfügung weiter. Das Problem ist, es gibt in Deutschland Juristen, die gegenüber der Unidirektion durchgesetzt haben, dass Jura-Vorlesungen nicht länger als 20 Minuten am Stück dauern dürfen. Weil die rausgehen müssen oder im Hörsaal rumschreien. Ich habe mir jetzt einen Start zum Ziel gesetzt, dass das hier jedes Mal länger als 20 Minuten dauert. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber der angebliche Rechtsanwalt, der mich verklagt, weil ich eine Beratung, die angeblich eine Beratung war, also weil ich keine Beratung, sondern ein Idiotengespräch nicht bezahlen möchte. Das war so dermaßen daneben, was der vorgeschlagen hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich weiß noch nicht, wie der auf die Idee kommt, dieses... Boah, nein, ich rede wieder viel zu viel darüber. Das passiert, wenn man sich nicht an eine Textvorlage hält. Möglichkeit, ich hoffe, jede Menge Juristen ist das hier gerade peinlich. Möglichkeiten der Vorsorge. Jeder kann in eine Situation geraten, in der er nicht mehr selbstständig Entscheidungen treffen kann. Dann helfen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung, mit denen sich wichtige Entscheidungen und Wünsche frühzeitig und verbindlich festlegen lassen. Also. Hier werden drei Instrumente genannt, drei Werkzeuge, die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung. Und jetzt kommt das erste Fallbeispiel. Ist relativ lang. Mal gucken, ob ich damit noch durchkomme. Ich habe noch 5 Minuten. Michael Z., 31 Jahre, ist das Sinnbild des erfolgreichen Unternehmers. Er hat seine eigene kleine Werbeagentur aufgebaut, ist leidenschaftlicher Tennisspieler und fährt begeistert Motorrad. Nach einem gemeinsamen Fernsehabend mit einem Film über einen geistig und körperlich behinderten Mann äußert Herr Z. im Familienkreis, dass er solch ein Leben für sich nicht vorstellen könne. Eines Tages hat Herr Z. einen Motorradunfall. An der Unfallstelle unternimmt der Notarzt alles medizinisch Mögliche, um das Leben von Herrn Z. zu retten. Später im Krankenhaus stellt sich heraus, dass er abgesehen von einigen Knochenbrüchen und Schürfwunden lebensbedrohliche Hirnverletzungen erlitten hat. Auch nach mehreren Wochen liegt er noch im Koma auf der Intensivstation. Er kann zwar selber atmen, muss aber über Infusionen ernährt werden und kann sich nicht äußern. Okay. Schwierige Situation. Michael Z. hatte einen Motorradunfall, liegt im Koma auf der Intensivstation und kann sich nicht äußern, hat sich aber mal im Familienkreis beim Fernsehen geäußert. So,
Wichtig, bei der ärztlichen Behandlung, ich betone an dieser Stelle, ich bin kein deutscher Arzt, sondern nur Arzt woanders. Drei Grundsätze: selbstbestimmt, schmerzarm, lebensverlängernd. Selbstbestimmt ist am allerwichtigsten, dahin wird auf jeden Fall optimiert. Schmerzarm auch, dahin wird auch optimiert, aber nur, wenn es selbstbestimmt nicht im Weg steht. Wenn da jemand sich nicht äußern kann und der hat Schmerzen, wenn man den zurückholt, wird er trotzdem zurückgeholt, damit er sich äußert und über seinen Behandlungsverlauf selbst entscheiden kann. Das ist das normale Vorgehen und dann lebensverlängernd. Wichtig, es steht hier auch drin. Notarzt in Deutschland will immer einen stabilen Patienten, den er handwarm mit einem schlagenden Herzen und ein paar Stromschlägen im Gehirn, die vom Gehirn selber kommen, im Krankenhaus abliefern kann. Der macht nichts anderes, der ist so ausgebildet und das deutsche Gesundheitssystem will das so. Und genau das ist Herrn Z. passiert. Da sagt auch jeder deutsche Richter, das ist in Ordnung so. So. Das ist keine schöne Situation. Ich würde, wenn ich in Deutschland Verantwortung haben dürfte für Patienten in der Situation, dafür sorgen, dass er wieder wach wird und sich selber äußern kann. Weil die Hirnverletzungen sind zwar lebensbedrohlich, aber es gibt noch eins und anscheinend funktioniert das noch. Ich kann jetzt sagen, auf welche Ideen deutsche Ärzte an der Stelle kommen, die sagen, es liegt am Hirndruck. Gibt es eine Hirnschwellung, die kann es tatsächlich geben und dann fangen die an, Neuroleptika zu geben. Das geht gar nicht. Da steht dem Grundsatz selbstbestimmt so dermaßen im Wege, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich kriege jetzt schon Bluthochdruck, wenn ich darüber nachdenke, was viele von den Neurologen denn machen an der Stelle. So. Hoffentlich werde ich hierfür mal verklagt. So. Und jetzt höre ich auf. Danke. Tschüss.